Hi, ich bin Maurice Mülder, Athletiktrainer von Bayer 04 Leverkusen. Ich mache euch mit Jakob fit für das Comeback. Heutiges Thema: Grundlagenausdauer. Eine gute Grundlagenausdauer ist die Basis, um deine Leistungen über die ganze Spielzeit aufrechtzuerhalten. Durch Anpassung des Herz-Kreislauf-Systems schaffst du es vor allen Dingen, gute Aktionen bis zum Ende des Spiels aufrechthalten zu können und immer konzentriert zu bleiben. Mit den 4x4-Minuten-Läufen wollen wir vor allen Dingen erreichen, dass ihr eure Grundlagenausdauer sehr spielnah trainiert. Wir brauchen keinen langen Dauerlauf, deswegen haben wir einen Wechsel zwischen B- und Entlassung. Zwischen den 4 Minuten macht ihr jeweils 3 Minuten Pause, in denen ihr versucht, die Herzfrequenz wieder runterzubringen und euch zu erholen. Bei den 4 Minuten versucht ihr jeweils bei 90% eurer maximalen Leistungsfähigkeit zu laufen. Wer einen Pulsmesser hat, kann das hierüber sehr gut kontrollieren. 90% der maximalen Leistungsfähigkeit heißt, ihr lauft den ersten 4 Minuten Block genauso schnell wie den letzten und nicht am Anfang sprinten und am Ende einbrechen. Darüber hinaus ist es ganz wichtig, dass ihr euch bewusst 3 Minuten Zeit für die Pause nehmt. Okay, ihr habt die ersten 4 Minuten geschafft. Ganz wichtig ist es jetzt, euch Zeit für die Pause zu nehmen. Im Spiel lauft ihr auch nicht 90 Minuten ein Tempo durch. Das heißt, jetzt in Bewegung bleiben, ein paar Schritte gehen, Puls runterbringen, sodass ihr gleich den zweiten Block genauso intensiv wieder starten könnt. Okay? Locker in die Bewegung. Ein paar Schritte gehen. Noch 10. Wir sind heute mit dem Thema Grundlagenausdauer gestartet. Ihr habt hier die 4x4-Minuten-Läufe kennengelernt. Als Alternative bietet sich das an, das Ganze auch mit Ball durchzuführen. Wenn ihr noch nicht ganz so fit seid, könnt ihr die Pendelläufe auch zu zweit machen. Das heißt, einer läuft immer 4 Minuten, der andere hat 4 Minuten Pause. Dann ist die Pause zwar etwas länger, aber ihr habt die Möglichkeit, etwas mehr reinzukommen. Das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es um ein weiteres wichtiges Grundthema, die Stabilisation.